Servus Burschen, wir sind wieder back. Ich melde mich heute aus meiner Wohnung. Ich habe vergessen, dass wir ein richtiges Intro aufnehmen, leider. Heute Spezialvideo, Ewald sein Beschleunigungsmaxi. Ganz ein scharfes Eisen, wollten viele schon mal sehen und erklärt kriegen. Und ja, es sind noch einige Sachen geplant. Ich sage nur Geschwindigkeitsrekord brechen 2023. Und ich würde sagen, schaut euch das an. Ganz spannendes Video. Wir starten eine. Let's go! Den, was alle kennen schon, der ist ganz massiv in die Szene eintreten, Ewald, oder? Ja. Wie lange bist du jetzt am Arkbuch Maxi süchtig? 3 Jahre, 2 Jahre, 2 Jahre. Ja. Hast du eigentlich mit 0 Maxis angefangen, oder? Ja. Ja, und jetzt mittlerweile wie viel hast du schon? 3, 4. 4 habe ich eigentlich. 4 fertige und 1 ist noch zu machen. Okay, ja. Und da haben wir jetzt dein Schmuckstück, oder? Ist das das Maxi, auf das was du am meisten stolz bist von allen, was du hast? Du hast ja mehrere Waffen. Ja. Ist der Ronda Maxi, haben wir ja auch schon mal gezeigt. Ronda Maxi kennt ihr eh schon, das Orange. Ja. Cross Maxi, das ist eh, auf das bin ich auch stolz. Auf das bin ich auch stolz, weil da haben wir mittlerweile schon gute Ergebnisse eingefahren. Sehr schnelle, sehr flotte. Ja, das ist ja eigentlich ein Phantom, das Maxi. Ja, es gibt, ich habe jetzt so geschaut, es gibt vielleicht insgesamt 20, 30 Sekunden von dem Maxi-Videomaterial erst. Ja. Aber es kennen trotzdem alle. Und deshalb habe ich jetzt zu Weihnachten meine Kamera mit eingenommen in die Steiermark. Da haben wir gedacht, wir müssen die Leute dein Beschleunigungs-Maxi einmal detailliert zeigen. Alles darf man nicht verraten, gell? Ja, man sieht ja ziemlich alles. Ich meine, das Herzstück, was du innen drinnen lässt, sieht man jetzt nicht. Ja. Das werden wir auch nicht so verraten. Man hat ja gesehen, das, was drinnen ist, das richtig gut abgeht. Ja. Ich glaube, die Zeit, wer die Video, das Video kennt, der hat ja gesehen, wie schnell das ist. Ja. Und es ist richtig ein scharfes Eisen. Jetzt habt ihr da ein Team gebildet, gell? Der Mario der Fahrer eigentlich? Genau, wir sind da ein Team. Das ist ja der Mario, den du von vorne her kennst. Dann Franz, mein Bruder, das ist unser Motorbauer. Und ich bin eigentlich fürs Moped zuständig gewesen. Und ja, so hat sich das ganze Projekt dann ergeben. Und alles also, wie hast du da eigentlich angefangen zum Planen? Hast du da schon eine genaue Idee gehabt, was du alles verwenden willst? Oder ist der eins ins andere gegangen? Wie hast du da quasi angefangen zum Planen, das Moped? Kann man das irgendwie so sagen? Ja, ich habe schon so Pläne dann gehabt. Ich habe mal so das so zusammengebaut im Kopf, das Moped. Und so habe ich das dann Teil für Teil umgesetzt. Ja, also du hast schon gewusst, so tief wie möglich. So leicht wie möglich. Ja, das ist natürlich einfach, Leistung ist das sind einfach so fürs Beschleunigen mal Voraussetzungen. Aerodynamik ist viel wert. Dann natürlich, da kommt dann schon die Höhe ins Spiel, so nieder wie möglich, dass es so wenig Windaugeflächen vom Wind hat. Ja. Und das Gewicht natürlich auch. Also Gewicht ist, desto leichter, desto schneller beschleunigt das ganze Weg. Ja. Und so hat sich das Ganze dann ergeben und ich habe halt dann wiederum durch unseren Shop habe ich natürlich wieder auf ganz viele Fahrradteile gesetzt, also wie die Bremsen, die Gabel, Lenker, alles umgebaut. Und dann bin ich auf das Gewicht gekommen, ja. Ja, weiß man circa wie viel Gewicht? Ja, wir sind da in etwa so bei 21 Kilo mit dem ganzen Moped. Sehr stark. Ewald hat jetzt schon angesprochen, Ewald hat einen Shop, Bike Total Hartberg ist sein Radlgeschäft, gell?
Ja, das genau. Ist eigentlich der Hauptberuf. Bikedown in Hardberg, das ist mein Job, das ist mein Beruf, genau. Ja. Und durch das kommst du eigentlich schon auf den Leichtbau, gell? Weil ein bisschen bei Radl ist das, glaube ich, sehr. Das ist ja beim Radl ist ja das Gleiche, so wie es früher war in der Rennszene, wenn du ein leichtes Bike gehabt hast, das hat dir natürlich immens geholfen. So, jetzt haben wir genug schon einmal im Vorhinein gekriegt, jetzt musst du uns da wirklich entlüften, was hast du da alles so circa verbaut, gell? Was hast du da genau detailliert? Wo fangen wir am besten an? Ja, Raumann hast du eh schon gesagt. Raumann ist von einem Buch Max Yen. Raumann ist der Max Yen, originaler Raumann. Ich habe natürlich schon da teilweise überall versteift, wie man sieht, da unter der Sitzbank, auch da, weil sonst die Enden ja relativ weich sind, aber mit der Versteifung habe ich das echt gut hingelegt. Dann habe ich gesagt, so dir für möglich. Sitzbank ist für mich Eigenbau, die habe ich selbst gemacht, also da für Blech. Ja, dann, ein bisschen belohnt, ein bisschen nicht umgestellt. Das ist nur so, dass die Fabrik ein bisschen was darstellt. Ja. Und ins Blech hat raus, Leder drauf, weil das kein was ist. Ja. Das ist die Sitzbank. Und hinten aufbauen, wie es geht, dass man nicht runterrutscht. Ja, das Optik spielt halt auch ein bisschen mit bei mir. Gell? Ja. Dann hintere Laufreibe. Das ist, ich denke, so ein Bitbike-Knaben, der hat dann recht gut gepasst. Ja. Die Felgen wiederum kommen aus der Fahrradszene. Ja. Eingespeicht ist bei uns in der Firma waren, bei dem Fahrradgeschäft. Farblich wiederum alles abgestimmt mit dem Gelb, mit dem Blau. Ja. Dann gehen wir weiter Motor. Da wird es jetzt interessant, jetzt verrate alles, jetzt müsst ihr genau zuhören. Ein Motor ist an sich finden her, wie man es kennt, eine gute Tuningkurbel. Dann Zylinder, 80 Kubik Cobra, natürlich massiv abgeändert vom Innenleben her, also wirklich mit allen Raffinessen, was man da reinbringt, eingebaut. Kupplung, ja, arbeite immer mit einem Bär zusammen, von einer KTM-Kupplung einfach, der halt auch wieder ein bisschen modifiziert, dass die Leistung aushält. Ja, Vergaser. Großer Vergaser. Was haben wir da für Größe? Dürfte 32er, was ich jetzt weiß. Ja. 32er Vergaser. Wir fahren es immer ohne Luftfilter, so wie es da ist, einfach komplett offen, Aussagtrag. Ja. Tax, Anreißer drauf. Ja. Auspuff, was hast du da? Auspuff ist, glaube ich, ein Stage 6 oder sowas. Auspuff ist der Stage 6. Ja. Ja, wir haben da nicht viel herumgedüftelt. Wir haben einfach, wir sind von der Optik ausgegangen und ein bisschen die Erfahrung haben wir mitspielen lassen. Und da haben wir gesagt, okay, der muss für das Moped, für den Motor der beste Auspuff sein. Ja. Selektra-Zündung drauf. Ja. Und das war es dann schon. Selektra-Zündung mit dem Hintergedanken, dass der einen leichten Rotor hat wahrscheinlich, gell? Ja, natürlich. Ja, dass die Drehzahl gut ist, ja. Spritzig wird. Ja. Eierkopf habe ich selbst gemacht, dann habe ich natürlich mein Einschweißen. Ja. Umfahren, das habe ich das Fenster aufgemacht, dass ich eben mit dem Lenker da reinkomme, dass ich den Lenker so tief wie möglich habe. Ja. Der Ober ist aus Carbon mit Scheibenbremsaufnahme. Das heißt Starkobel von Radl, oder? Starkobel von einem Radl, ja. Wo aus meiner Sicht hält es das locker aus. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken, dass das nicht halten soll. Ja. Ich sage jetzt, wenn ich das jetzt da umrechne auf ein Radl, habe ich sogar mehr Belastung wie da jetzt am Moped, weil ich da so ein kleines Vorderrad drinnen ist. Ja. Scheibenbremsen kommt von einem Mountainbike. Ja. Das ist ein Formula-Bremsen mit extrem kleinen Scheiben, das sind 140er Scheiben. Mehr brauchst du an sich nicht, weil du fährst eh nur geradeaus und dann musst du halt schauen, dass du die Geschwindigkeit runterkriegst. Ja. Reicht vollkommen aus. Okay. Vorderes Laufrad, auch wieder bei uns in der Firma gebaut. Da habe ich jetzt wirklich eine ganz leichte Tune-Up hergenommen. Das ist in der Radlbranche wirklich ein Sahnehäubchen, kann man sagen. Ja. Auch mit dünneren Speichen, Alunippel, Lenker. Lenker ist für den Mountainbike in Carbon gehalten. Ja. Ja, und dann haben wir es eigentlich schon ziemlich. Da hast du schon Hutzen, wie es aerodynamisch ist. Da habe ich ein bisschen so Hutzen gemacht, dass es aerodynamisch ein bisschen von Vorteil ist. Ja. Und das Ganze war es dann eigentlich schon. Ja. Das heißt hinten, ja, was dann? Sehe ich ja die Mountainbike-Bremsen mit den Schlitten da vorne? Genau, hinten Mountainbike-Bremsen wieder drauf. Ja. Ja. Bautenzüge, da sehe ich auch die Bauten, die Bremsleitung dann. Alles durch den Rahmen durch. Ja, das habe ich durch den Rahmen verlegt. Ja. Und das passt eigentlich so da beim Tankdeckel halt überall wieder farblich ein bisschen gespielt. Ja. Ja, es ist jetzt dann sichtbar so ein Moped, das ist ja nicht extra viel drauf. Ja. Das Herzstück ist sicher der Motor, da brauchen wir gar nicht reden. Ja. Schätzen wir Tiefe. Wir wissen, man weiß ja nicht so richtig, wann, ob man das offenbaren darf. Werte vom Motor, weißt du irgendwas? Kannst du dir was vorstellen, mäßig? Nein. Da wissen wir nichts. Wir waren ja nie auf einem Prüfstand. Ja.
Das kann man nicht sagen. Es war auf jeden Fall genug für die Gegner, nicht? Für die Gegner hat es gereicht, ja, das ist richtig. Ja. Man muss ja sagen, es war schon unangetastet, gell? Solange nicht der Sancho vielleicht wieder mal kommt, der Pizzico. Der Sancho wäre interessanter Gegner gewesen, ja. Wobei man sagen muss, bei mir im Hinterkopf hat es ja ein bisschen abgespielt. Bei den Bescheinigungsrennen fahren ja Vespers auch mit. Ja. Und wirklich gute und starke Vespers. Und irgendwie war schon mein Ziel, mit der Maxi schneller sein wie die Vespa. Gell? Ja, danke. Wir haben das dann wirklich geschafft. Wir haben eigentlich einen guten Vorsprung sogar am zweiten gehabt. Gell? Ja. Es waren, glaube ich, 6/10 Vorsprung am zweiten, wenn ich mich so richtig erinnern kann. Es war die Zeit dann mit 5,1 Sekunden. Ja. Beschleunigung von 0 auf 100, kann man sagen, unter 5 waren das eigentlich. Ja. Gell? Und ich glaube, der Wert, der ist schon sehr, sehr interessant. Ja. Ist auch ohne Lochgas, muss man sagen, gell? Es ist ohne Lochgas, es ist ein reiner Sauger, ganz normal. Und normaler Sprit, wie man es so erfährt, also nicht da jetzt irgendwas Besonderes. Ja. Und das ist, ja, man muss dann auch, was man schon auch, es ist ein bisschen ein Vorgeschick schon zum haben, weil es ist verdammt gefährlich. Es ist, wenn es dann in Resonanz geht, dann hebt das Vorderrad komplett an. Da muss man wirklich verdammt aufpassen. Obwohl es saniert ist eigentlich. Obwohl wir geschaut haben, dass wir die Sitzposition so weit wie möglich vieren kriegen und alles. Aber es steht wirklich, wenn es in Resonanz geht, hebt das Vorderrad an. Und wenn es nass ist, ist es verdammt gefährlich, weil da rutscht es sofort durch. Ja. Also man muss beim Fahren schon ein bisschen aufpassen. Darum haben wir Mario aufgesetzt. Der hat echt die meiste Erfahrung an dem Gerät. Und er ist auch der leichteste von uns. Also das haben wir natürlich auch geschaut. Ja, ich meine, wo wird man das Maxi als nächstes sehen? Ja, es ist besonders spannend. Wir sind jetzt gerade am Jahreswechsel, gell? 22, 23, in ein paar Tagen ist Silvester. Das heißt, wir sind kurz, wir sind eigentlich, kann man sagen, ist schon, wir sind schon in der neuen Rennsaison, gell? Ja, wir planen eh schon wieder, was kommendes das Jahr am Programm steht. Ja. Ich hoffe, dass wir irgendein Beschleunigungsrennen zustande kommen. Merken da, auf was wir, das ist ziemlich sicher wieder. Ja. Und ein MBR-Beschleunigungsrennen müssen wir schauen, was er heute schafft, ob irgendwo Strecken findet, wo wir fahren dürfen. Ja. Und vielleicht kommt es irgendwann was runter, wo man sagt, da kann man auch mal mitfahren mit einem Moped. Ja, genau. Ja, es sind auf jeden Fall top Veranstaltungen, vor allem Merkendorf, Buchverein Merkendorf, darf es euch nicht entgehen lassen, da wird es das gelbe Monster, sage ich jetzt einmal, sehen. Gell? Und da sollten sie das alle, sollten da alle vorbeikommen. Das muss man mal live gesehen haben, gell? Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ja, wenn die Leute noch Fragen haben, können sie ja drunter unter das Video reinschreiben, gell, Fragen. Ich leite dann an die weiter. Soweit ich beantworten kann, beantworte ich gern. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ziemlich alles gesagt. Ja, alles, das ist ja, man muss ja immer dazu sagen, bei Renngeräten dürfen nicht alle Geheimnisse ausplaudert werden. Das muss aber auch jedem klar sein, oder, dass das so ist. Weil da steckt ein Haufen Hirnschmalz, ein Haufen Ideen, ein Haufen Entwicklungsarbeit drinnen. Und den Vorsprung mag man nicht herschenken, denn dass man jetzt alles genau verraten, wie das ist. Aber ich glaube, der Ewald hat echt genau gesagt, welche Teile, was, von wo das, aus welcher Branche das kommt. Man kann das alles zusammensuchen, halbwegs eigentlich, gell? An sich, oder bis zu einem gewissen Punkt, wenn man sowas braucht. Es sind großteils handelsübliche Teile drauf. Natürlich so wie Laufradfahren hinten. Das haben wir schon müssen anpassen oder selbst einspeichern müssen. Da habe ich einen Vorteil durch die Firma. Aber sonst alles andere ist eigentlich alles, was du so zu kaufen kriegst. Ja. Videos, wie es geht und so, würde ich sagen, blenden wir jetzt ein, weil das Video ist ein wenig beschissen. Genau. Das haut heute nicht ganz hin, aber es gibt ja Videoaufnahmen von dem Gerät, wie es geht. Und die schaue ich, dass ich euch noch einblende nach der Sache da jetzt. Und ansonsten, Ewald, würde ich sagen, vielen Dank, dass du das endlich einmal so richtig gezeigt hast. Weißt du noch, wo du das erste Mal hergezeigt hast in welchem Video? Das weiß ich noch, ja. Das erste Mal war, wenn wir die Orange... Genau, da ist da gestanden. Da ist da am Boden gestanden, ganz tief. Da war es ja komplett roh und lackiert alles, gell? Ja. Und da war es ja abgedeckt. Und dann die Gegner auch noch nicht gewusst, wie es ausschaut. Das war ja das. Ja. Sie haben es aber dann kennengelernt. Genau, kann man so nennen, ja. Ja, das heißt, heuer ist eigentlich gar nicht zum Einsatz gekommen, außer am Red Bull Ring kurz, gell? Am Red Bull Ring, genau, da sind wir zweimal gefahren. Ja. War echt lustig, schaut euch das Video an, am Red Bull Ring. Es war wieder Augenweide für Fülle. Ja. Und da sieht man in etwa ein bisschen, wie es Moped, wie das geht, gell? Ja. Also nur wenn wir beim Start weggefahren sind, gell? Ja. Und dann hat er mal links wegbeschleunigt, da siehst du, da glaubst du, das ist... Ja, komm, ich nur wegschneiden. Ja. Ja. Ja, na gut, dann würde ich sagen, das war's für heute.
Ich hoffe, euch hat das Video taugt. Ich glaube, das ist seit langem wieder mal eine richtige, richtige geile Sache, was wir da auf unserem YouTube-Kanal haben, weil es waren jetzt eigentlich immer so halb zache Videos, sondern mal spannende Videos, aber das ist, glaube ich, wieder mal ein richtiger Banger. Vielleicht, wenn es es ergibt, dass wir im Sommer mal ein Teil 2 von dem Video da machen und vielleicht ein wenig mit der Probefahrt. Mit Probefahrten und sowas, genau. Gell? Ist geplant. Ja. Mal schauen. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Passt. Für dich.